Wie heißt das? Ich weiß noch nicht genau, wo du hin willst. Gründen davor. Ja, dass es gibt Gründe. Es gibt Gründe, ja. Dass man auf Platz 13 steht. Ja, so schlecht macht die Mannschaft das nicht. Ja, und wir können auch gucken, nach was gut geht. Aber das ist die Fans scheißegal, ob da Jugendspieler gut spielen, dass andere Spieler sich entwickeln, dass hier im Umfeld von den Facilitäten so alles besser realisiert wird. Die werden nur einen VfB Bochum sehen, die gewinnt, der einen aufsteigt. Oder aufsteigt. Und ich habe letztes Mal schon gesagt, das wird immer schwieriger sein. Werden. Nicht sein, werden. Das wird immer schwieriger werden. Ja, und in diesem Spannungsfeld, ja, werden wir immer balancieren. Das ist das Fußballgeschäft. Ja, aber die Information darf auch mal ausführlich sein, weil ihr könnt heutzutage jeden Tag berichten. Ja, und man kann jeden Tag negativ berichten, ja, man kann jeden Tag positiv berichten, man kann auch irgendwo dazwischen sitzen, ja, positiv kritisch sein. Ja, oder mal negativ kritisch sein. Ja, ich wollte nur sagen, um den Aufstieg geht es ja öffentlich eigentlich schon länger nicht mehr. Also da wird ja nicht mehr drüber gesprochen, oder? Also von uns wird da nicht... Ich höre nie an, dass der VfL sollte in die erste Liga. Ja, aber in unserer Berichterstattung kommt das ja eigentlich schon jetzt längere Zeit nicht mehr vor. Es geht ja darum... Ich habe es letzte Woche noch gelesen. Ja, für mich geht es darum, die Situation zu verbessern. Also. Was wollen Sie verbessern? Die tabellarische Situation verbessern. Das wollen wir auch. Ja. Sehen Sie denn jetzt, ich meine, die Schwierigkeiten sind ja immer noch da. Es gibt ja immer noch verletzte Spieler. Sehen Sie denn die Möglichkeit, das trotzdem hinzubekommen? Nee. Der Patrick Fabian wird es wieder 3-4 Wochen fehlen. Der Stefano wird uns noch sicher 3-4 Wochen fehlen. Der Timo Pettel wird uns noch sicher 3-4 Wochen fehlen. Ja, der Stöger kommt nicht zurück zu Ende der Saison. Der Thomas Eichfeld wird nicht zurückkommen vor Ende der Saison. Das sind Fakten. Ja, und wir haben uns in den Winterstopp auch nicht versteigen können. Die Möglichkeiten haben wir nicht. Wir konnten schon etwas machen im Gehalt, aber wir können keinen Stürmer kaufen für 1,6 Millionen wie Union Berlin. Das sind die Unmöglichkeiten vom VfL. Und das ist leider so. Aber ich klage nicht, ich mache meine Arbeit. Ja? Das Einzige, was ich beeinflussen kann, ist die Qualität von den Spielern. Die probiere ich zu erhöhen. Ja? Und man kann auch nicht erwarten, dass Jan Simran, der 3 Jahre verletzt gewesen ist, gleich dasselbe bringt als Stefano Solocci. Aber auf diesem Moment ist er der Stammspieler. Aber ich weiß auch, nach 60 Minuten geht ihm die Luft aus. Ja, weil man 3 Jahre auch kein Fußball gespielt hat, ist das schwierig. Und dasselbe gilt für Nico Rieble. Der macht eine anständige Arbeit. Aber ich kann ihm nicht die Latte so hochlegen wie Timo Pettel. Der mit seinen 27 Jahren alt schon ich weiß nicht, wie viele zweite Ligaspiele gemacht hat. Das geht nicht. Ja? Und jetzt auch wieder wird Dominik wird starten. Ja, also wir müssen uns wieder in die Aufstellung, in die Startelf, ja, müssen wir wechseln. Ja, also die Automatismen, das ist immer, ja, weil Dominik ist ein anderer Spieler als der Marco Stippemann. Ja, und für Dominik ist das gut, weil man entwickelt sich schneller, wenn man spielt, vor allem in der ersten Mannschaft. Ja. Aber das ist dann auch dann mal nicht zum Sieg kommt, das ist ja klar. Ja, und der Liga ist so nah dran miteinander. Ja, man kann nach unten gucken, 8 Punkte, oder nach oben gucken, 6 Punkte. Ja, man muss das Spiel gewinnen. Wenn man 2-3 Mal in Erfolg ist hintereinander mit 3 Punkten. Dann kann man schon wieder reden, ja, 5., 6. Aber wenn man 3 Mal hintereinander verliert, ja, dann muss man nach unten gucken und sagen, puh, es wird noch schwer. Das zeigt auch die Kraft von der zweiten Liga.
Ja, und man kann nicht erwarten, ja, wenn Mannschaften wie Stuttgart, wie Hannover, ja, und wer weiß, wer nächsten Jahr in die zweite Liga kommt, um kompetitiv zu sein mit diesen Mannschaften. Ist ja eine gute Policy, wenn Leute absteigen aus der ersten Liga, dass sie mal rumgucken in der zweiten Liga und sagen, die besten Spieler von der zweiten Liga, die kaufen wir uns. Dann machen wir die Konkurrenz schwerer und wir werden besser. Wenn man das Geld hat, ist es einfach. Ja. Man hat einen Plan und kein Geld. Man hat einen Plan und hat Geld, wie Leipzig. Oder man hat kein Geld, ja, und keinen Plan. Wie Paderborn. Ja, und wir haben einen Plan, aber kein Geld. Ja, und vielleicht Red Bull hat jetzt schon ein Problem, habe ich gelesen, wenn Red Bull Salzburg die Champions League holt und Leipzig, dann wird es, glaube ich, nicht gehen. Ja, also wir können hoffen, dass Red Bull sagt, die zweite Liga, das freut uns, wir machen noch eine Mannschaft. Ja, und wir wollen VfL Bochum Red Blue. Ein Scherz für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen haben. Um das Ganze mal aufzuheitern, ja. Darf ich nochmal daran anknüpfen? Das ist ja dann eher eine ausführliche Schilderung, aber auch eine negative Perspektive, oder? Wenn Sie sagen, der und der kommt nicht und im Grunde verändert sich unsere Situation nicht und wir können also auch, man kann von uns nichts erwarten. Die neue Situation, ja, ihr seid alle bei einer Jahreshauptversammlung gewesen. Da hat Wilken Engelbracht eine Rede gehalten. Der hat auch gesagt, wenn wir keine anderen Wege einschlagen können, ja, dann wird es immer schwieriger werden. Das sind nicht meine Wörter, das sind die Wörter vom Vorstand. Ja, ich weiß nicht, wie die Sponsoren, wie viel die hier bezahlen und so. Keine Ahnung. Ich bin nicht gut in die Ziffer. Aber der Wilken Engelbracht hat gesagt, pass auf, ja, was jetzt passiert nächste Saison, da wird mehr Geld kommen. Aber wir werden armer dann unsere Konkurrenzvereine. Das ist die Realität. Also dann kann man einen Plan haben, ja, und das ist noch immer besser, dann kein Plan und kein Geld. Dann kann man besser einen Plan haben und kein Geld. Und hoffen, dass es mal passiert. Ja, ich meinte jetzt nicht den großen Bogen bezogen auf die nächste Saison, sondern wirklich jetzt die restlichen Spiele. Da haben Sie die Erwartungen ja auch, darauf zielte ja meine Frage ab, und da haben Sie ja die Erwartungen eigentlich gesagt, da kann man nicht so viel von uns erwarten, weil der und der und der, es verändert sich nichts an unserer personellen Situation. Nee, das wird sich nicht verändern. Ja, vielleicht, dass Timo noch mal einige Spiele macht, vielleicht, dass Stefano noch einige Spiele macht, Patrick Fabian kann vielleicht wieder im Kader kommen nach 3-4 Wochen. Ja, aber die müssen auch immer wieder Spielrhythmus bekommen. Ja, wir sind jetzt schon fast Anfang März. Also wir reden auch noch über 40 Spieler, aber das wird in 8 bis 10 Wochen gespielt. Dann ist der Liga schon wieder vorbei. Ja, der Stefano Schlüssel von Oktober schon gefehlt hat. Denkst du, dass ich, wenn er eine Woche mittrainiert, dass er gleich wieder 10 Spiele machen kann? Ja, oder Timo? Das geht nicht. Ja. Nur, dass ich weiß, der Nico wird mehr Erfahrung bekommen, der Jan wird mehr Inhalt bekommen. Ja, also es gibt auch etwas Positives. Aber für die Ranking auf der Liste, ja, ob wir 13. werden oder 11. werden oder vielleicht noch 8. Ja. Die Qualität für die individuellen Spieler wird sich verbessern. Ja, für die Spieler, die spielen. Ja, und das ist schön, weil wir haben viele junge Spieler. Aber für die nächste Saison kann das uns helfen. Weil natürlich probieren wir vor, für die nächste Saison uns wieder zu verbessern. Und wird es auch wieder Änderungen geben. Das Positive ist vielleicht auch,
ja, dass man diese Saison wenig Spieler von uns holt, weil wir nicht so ein gutes Saison gemacht haben. Ja. Und dann fällt das weniger auf, dass wir auch einige gute Spieler haben. Der Torschützenkönig will wir nicht haben dieses Jahr. Jetzt liefern Sie mir schon ein bisschen die Steilvorlage. Nochmal die Zukunftsperspektive kurz betrachtet. Ist das für Sie vielleicht auch, Sie sind ja doch sehr ehrgeizig, ist das für Sie ein bisschen ermüdend auch? Sie sind jetzt seit etwas mehr als 2 Jahren hier, wenn man sich diese Situation so anschaut und die Gegebenheiten. Lässt dann vielleicht so ein bisschen der Ehrgeiz nach oder brennen Sie weiterhin dafür, aus diesen wenigen Möglichkeiten was zu machen? Oder ist das irgendwie, hätten Sie sich vielleicht bei der Ankunft hier ein bisschen mehr vorgestellt? Nee, ich habe keine Entschuldigungen. Ich nehme niemandem etwas ab. Ich habe vor einem Jahr meinen Kontrakt mit 2 Jahren verlängert. In die 2 Jahren haben wir gesprochen, ja, über die Zukunft. Ja, darum haben wir gesagt, wir verbinden uns nochmal in 2 Jahren. Ja, und die Ambition ist noch immer erste Liga. So wie die Ambition dieses Jahr wäre, weil natürlich letztes Jahr in dieser Zeit wusste ich auch nicht, welche Spieler bleiben. Ja, ich wusste schon, dass Terracino, ja, der hat gesagt, ja, wenn es möglich ist, gehe ich. Und Bulut sagt auch, ich bin vielleicht, wenn ich eine neue Herausforderung. Der Rotter hat gesagt, ich gehe. Der wollte schon im Winter gehen. Also ich wusste, dass einige Spieler, das waren gute Spieler, dass sie gehen sollen. Ja, dann haben wir auch besprochen, wir probieren uns zu bemühen, dass wir wieder gute Spieler holen. Jüngere Spieler, ja, weil ältere Spieler sind zu teuer. Oft, ja, auch eine Policy ist, um nicht so viele ältere Spieler zu haben, ja, weil es dann auch andere Probleme gibt. Wir haben gesagt, bis 5, 6, 27 älter nicht. Ja. Und ich glaube auch schon, dass es uns gelungen ist, wieder einige gute Spieler zu holen. Aber man kann nie wissen, ja, dass es Saison so ausgeht, wie es ausgegangen ist bis jetzt, ja, mit den vielen verletzten Spielern. Wir wussten nur, dass der Patrick Fabian, ja, eine lange Verletzungsperiode zu bekommen hat. Das wussten wir. Das war die einzige. Ja, also wenn man guckt zu die Entwicklung, um Stabilität zu haben, um 5. Platz, ja, das schaffen wir nicht diesem Jahr. Wir haben die Stabilität nicht. Ja, und wir haben dafür unsere Gründe. Und natürlich bin ich auch enttäuscht. Ja, aber das Einzige, was ich beeinflussen kann, ja, ist Arbeit mit meiner Mannschaft. Und nicht negativ kritisch zu sein, aber positiv kritisch. Ja, und darum habe ich auch gesagt, pass auf Leute, hier in Bochum im Ruhrgebiet. Wenn ihr was wollt, ja, müsst ihr nicht nur kommen, ja, wenn wir gegen Schalke spielen oder gegen Dortmund spielen. Ja, man, das kann auch eine Weile dauern. Aber jetzt brauchen wir euch gegen Sandhausen. Ja, gegen Würzburger Kickers, aber da kommen die mit 11.500. Und das bringt uns nicht weiter. Obwohl ich natürlich froh bin, dass die 11.500 Leute hier gekommen sind. Und uns die zweite Halbzeit geholfen haben zum Sieg. Aber es ist zu wenig. 11.500 Leute, ja, ist zu wenig, ja, um Geld zu generieren. Ja, um vielleicht am Ende der Saison eine gute Stürmer zu kaufen oder einen guten Verteidiger oder einen guten Mittelfeldspieler. Weil wir müssen jetzt von Umsatz, die Resette, ja, die Kartverkauf, ja, müssen wir unser Einkommen haben. Ja. Und wenn wenige kommen, haben wir weniger Geld, noch weniger Geld. Wenn hier jede Woche 30.000 Leute sitzen, ja, dann werden wir am Ende der Jahr mehr Geld haben. Und dann wollen wir auch können investieren in Spieler. Dann werden wir einfach sagen, hey, aber so geht es ja immer. Ja, da kommen hier 30.000 Leute, ja, wenn wir erste Liga spielen. Ja, aber wir spielen zweite Liga. Jetzt nochmal zu, wir denken jetzt sehr in Problemen. Sehen Sie da irgendwo einen Lösungsansatz, dass dann vielleicht mal 15.000, 20.000 hier hinkommen? Oder ist das einfach nicht möglich? Ich denke nicht nur in Problemen, das sind nicht meine Probleme. Das sind die Probleme von VfL Bochum. Ja, und ich arbeite für VfL Bochum. Ja, ich habe schon angefangen zu sagen, Wilken Ingebracht, der hat das Problem vorsehen. Wir bekommen mehr Geld, aber wir werden ärmer im Vergleich zu unserer Konkurrenz.
Ja, und ich kann die Probleme nicht lösen. Das muss er machen. Mit dem Vorstand. Mit dem Aufsichtsrat. Das Einzige, was ich machen kann, ist, dass ich mit den Leuten, die da sind, ja, einen Plan habe, ja, um erfolgreich zu sein. Um jede Woche zu probieren, mit der Mannschaft, die mir zur Verfügung steht, das manchmal herauszuholen. Ja? Und leider ist es auf diesem Moment der 13. Platz. Ja, und vielleicht hatten wir auch 6 Punkte mehr haben können, aber vielleicht hatten wir auch mal 6 Punkte weniger haben. Ja. Man hat auch gesehen, wo die Leute, ja, wo Hoffenheim hergekommen ist. Ja. Wo Leipzig hergekommen ist. Die haben einen Plan und haben Geld. Und wenn man nur einen Plan hat und kein Geld, wird es schwieriger. Nicht unmöglich, aber schon schwieriger. Ich habe die Geschichte gelesen von, wie heißt der, der Schwede von Leipzig? Emil Forsberg. Forsberg. Dann haben die noch in der 4. Liga gespielt. Die haben einen Mann gerufen, hat gesagt, komm zu uns, das ist unser Plan. In 4, 5 Jahren werden wir erst Liga spielen. Und er hat ja gesagt. Das hat er nicht nur getan, weil da ein Plan war. Der hat auch richtig Geld bekommen. In der 4. Liga. Und wir sagen gegen einen guten Spieler, wir haben einen Plan. Wir wollen zuerst Liga. Aber wir haben kein Geld. Gehalt ist okay. Aber nicht mehr dann das. Jeder weiß, was Torhüter verdienen geht bei Stuttgart. Terracino bei Hoffenheim. Jeder weiß das. Yannick Haberer. Uno Bulut. Und das ist die Realität von der Bundesliga.